Auch ganz herzlich willkommen. Ich sehe da in eine große Menge hinein. Es freut mich, dass so viele gekommen sind. Frank hat gesagt, man sieht mich manchmal dann heute auch noch auf der Bühne. Ich denke, wir sind alle gekommen, um vor allem die kostbaren Beiträge zu hören. Aber wir haben uns gedacht, weil wir werden heute viel hören und verdauen müssen, dass es doch dann manchmal auch gut ist, wenn man noch ein bisschen entspannen kann zwischendrin, dass es nicht zu viel ist. Und darum haben wir euch einige Beiträge vorbereitet, künstlerische, und möchten jetzt eigentlich mit etwas beginnen, das man nicht hören muss, sondern schauen darf. Dass wir ein bisschen einen Ausgleich gerade von Anfang an haben. Es ist ein Tanz von drei jungen Damen. Sie symbolisieren etwas, was ich glaube, das ist das Schönste, was es überhaupt nur gibt. Sie symbolisieren einen Schmetterling. Ich glaube, es gibt kein schöneres Symbol von dem, dass man sich verändern kann, dass es eine Chance gibt von einem Wurm, dass man nicht immer nur Wurm bleiben muss, sondern in der Natur, es wird überall bezeugt, es kann vom Wurm zum Schmetterling kommen. Und das möchte ich auch für heute erwarten, für die ACK, dass wir durch die Vorträge, durch alles, was geschieht, sehen, wir bleiben nicht die Würmer. Es gibt Veränderungen. Und darum würden wir gerne mit diesem Musik-Tanzstück beginnen. Die Verwandlung oder ein Tanz der Schmetterlinge nennen wir es. Dann bitte ich euch noch kurz auf die Bühne. Jawohl. Also, das ist Annika mit ihren Flügeln. Fein. Dann bitte Licht ab und los. Thank you.
Ja, vielen Dank für diesen, ich sag mal, stimmungsreichen Einstieg, für diesen